Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Black Torch, mal wieder zu Diensten. Und ja, ihr seht es schon, Dokkan Battle ist heute am Start. Schon etwas länger her, dass ich das mal gemacht habe, das war noch auf meinem alten Kanal. Heute habe ich mal meinen Handy-Account auf den PC gemacht. Eigentlich wollte ich ja schon gestern aufnehmen, weil das World Tournament gestartet ist, aber gestern war das dann so mit der Datenübertragung nicht so geil, weil mein Internet richtig gelutscht hat, zum Holzinternet wurde und dann die 5500 Daten, die denn da übertragen werden mussten beim Account-Transfer, das ist dann immer wieder unterbrochen worden. Naja gut, heute habe ich es geschafft, muss ich auch heute mal richtig ordentlich durchziehen beim World Tournament, weil ich bin auf die Idee gekommen, World Tournament habe ich überhaupt noch nie so wirklich gemacht. So, ich glaube zwei, dreimal überhaupt mit meinen ganzen Accounts. Ich habe ja schon extrem viele gehabt im Laufe der Zeit, seitdem es die App gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit diesem Account überhaupt schon mal am World Tournament teilgenommen habe. Öfter als zweimal wird es definitiv nicht gewesen sein. Also ich werde noch sehr niedrig im Tier sein. Und ja, ich guck mal, wie weit ich komme. Ich werde die ganzen Schwierigkeiten ausprobieren und werde euch dann auch auf dem Laufenden halten, wenn das World Tournament beendet ist, was ich denn so für Belohnungen bekommen habe, etc. pp. Legen wir mal los. World Tournament. Jojo. Ich will participaten. Das ist ja schon sehr lange her, dass ich da mal teilgenommen habe. You have been invited to the 20th World Tournament. Ja, das passt doch. Wunderbar. 20. ist doch schöne Schlagzeile für das Video dann. Ladies and gentlemen, thank you all for traveling from far and wide to be here. For today is the day of the one and only World Tournament. Needless to say, there is but one goal, victory. Who will survive the preliminaries, conquer the finals and bask in the glorious glow of triumph? Honor, however, is but half the bounty. Honor, Prizes, bla 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 bla. Da werde ich ja wie gesagt dann nochmal ein Update machen, was ich denn überhaupt bekommen habe. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin noch im Pilaf-Tier. Das heißt, total your points. Das heißt, ich habe mit diesem Account noch gar nicht am World Tournament teilgenommen. Ja, das ist ja ein schöner Nullstart. Denn, legen wir direkt mal los. Ich kann auch rechts dann mal mein Team einblenden. Ich habe nämlich mir ein Villenteam gebastelt. Ich habe letztens geschafft, noch den SSJ Rose Goku Black zu ziehen. Hab den schon auf Tour, also auf TUR, Transcended UR, gemacht und mit ein paar anderen Villen zusammengehauen. Hat jetzt so, wenn man das Team an sich sieht, nicht die höchsten Werte, aber wenn man mit der Leader Skill hinzunimmt, die ja 120% auf alles gibt und dann Key plus 3 noch, ist das ziemlich ordentlich. Ist, glaube ich, von den Werten her sogar mein stärkstes Team überhaupt, also zumindest im bloßen Angriff, und darauf kommt es mir ja an. So, ja, machen wir erstmal, wir gehen erstmal alles durch. Ne, wir machen die Preliminaries. So. Wen hauen wir uns denn als Helfershelfer rein? Ja, er wäre schon ganz okay. Wäre nur besser, wenn wir die TUR-Form finden. Oder ihn ist auch ganz gut. Ja, machen wir mal ihn. Ist zwar von den Werten nicht so sehr viel höher. Achso, ja, stimmt. Leader-Skills von Freunden sind ja gar nicht aktiv während des World Tournaments. Hab ich vergessen. Was machen wir denn rein? Wir machen uns eine Bohne rein. Wir machen uns den Geist rein. Wir machen uns die Frucht rein. Und Dende. Warum nicht? Geist ist, damit man mehr einstecken kann, und die Frucht ist dann halt für Ki. Und ja, Dende und die Sensubin sollte jedem geläufig sein. Ist voll Heilung.
So. Ist sogar Gogeta SSJ 4, dann der neue Vegito, aber noch auf Normal UR und dann halt einer, der denselben Lied hat wie ich. Ja, gehen wir da lang. Also eine großartige Wahl von Zügen haben wir nicht gehabt bei AS4. So nebenher kann ich ja gerne meine Teams einblenden, weil jetzt so beim World Tournament, da kannst du die ja nicht durchswitchen. Jo, er hat die gut weggehauen, aber gegen mich wird das natürlich nicht so sein. Alleine schon wegen dem Schwierigkeitsgrad her. Ich glaube auch, dass ich ein besseres Team habe. Ich spiele das ja schon eine ganze Weile. Nun gut. Ist aber schon ganz gut, so einen relativ hohen Account. Und denn noch nie am World Tournament teilgenommen. Und dann auch noch das 20. World Tournament. Das ist schon ziemlich gut so. Na? Ja, wen soll ich als erstes wegkloppen? Oh, ich denke mal, ich klopp den... ich klopp ihn als erstes weg. Damit der andere an mir vorbei muss, um die Punkte zu kriegen. Es war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ja, der hat ja ein komisches Team gebaut. Es ist doch... Technik, Physik, Stärke, Stärke. Der hat die Fähigkeit quasi gar nicht vom Vegito genutzt. Das ist ja dann Unsinn. Weil die wird ja quasi nur aktiviert, wenn... ist ja quasi dieselbe Fähigkeit wie von dem SSJ Rose von dem neuen. Aber nur halt für Supertypen. Aber er muss halt ein Rainbow-Team haben, damit das überhaupt aktiviert wird. Und das hat er nicht. Und er hat auch noch einen Willen drin. Beziehungsweise zwei mit dem Freund zusammen. Aber egal, was soll's. Hat er irgendeinen Grünling drin? Ja, gut, dann machen wir ihn mal mit dem Majin Buu fertig. Beziehungsweise Kid Buu. Hat er irgendwas Physisches? Ja, da haben wir einen physischen. Machen wir ihn mal mit dem physischen. Oh, ich habe jetzt gar nicht meinen Mauszeiger gesehen. Und irgendwas Rotes. Ja, machen wir dann mal ihn damit weg. So. Machen wir dann nochmal die zweifache Geschwindigkeit. Hoffe mal, dass ich mit den beiden Legendaries, die ich im Team habe, irgendwann mal so im Laufe des Tournaments eine Ultra-Super-Attacke mache. Ich hätte auch sehr gerne den neuen Vegito Blue gehabt, aber ich habe leider nicht das Glück gehabt, den zu ziehen. Ich glaube, wenn ich hätte ein Rainbow Super-Team gebaut, wäre das vielleicht sogar noch besser gewesen als das Team, was ich derweil habe. Aber naja, man weiß es nicht. Hier in dem Team habe ich auf jeden Fall die Legendary Androids drin und den Legendary Broly. Mein schwächstes Glied in der Kette ist auf jeden Fall Sinchanron, aber ist ja pups egal irgendwo. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt sogar... Nee. Das wird nichts, das wird eine super Attacke. Und ja... Egal. Ich achte nicht so sehr auf Link-Skills, muss ich zugeben, weil die meisten, sage ich mal, guten Charaktere haben dann sowieso immer Prepared for Battle oder Over in a Flash oder Fierce Battle. Und wenn man dann irgendwie darauf guckt, so, dass das irgendwie relativ zusammenpasst, dass es so wie Saiyajins sind oder keine Ahnung, dann passt das eigentlich. Am meisten achte ich darauf, dass die Leader-Skill stimmt. Und wenn die Leader-Skill richtig gut ist, dann ist das natürlich schon mal ein Stein im Brett, ne? Weil plus 3 Ki ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung.
So, und das ist ja kein großartiges Ding, da denn noch, ne? Das bisschen Key zu finden, damit die eine super Attacke machen. Das ist ja keine Schwierigkeit. Und im Ernstfall habe ich dann auch noch halt, wie gesagt, die Frucht. Und die macht ja sowieso das Key noch hoch und dann ist es ja kein Problem. Man muss sich jetzt nicht unbedingt so mit Link-Skills so extrem befassen, wie das einige machen. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, oh Gott, wenn da nicht mindestens alle Link-Skills passen, dann kann ich überhaupt nicht super Attacke machen. Also, ich muss zugeben, ich achte da nicht so sehr drauf. Ich achte eher auf den Leader-Skill. Und daher und darauf, dass natürlich die allgemeinen Werte von den Charakteren hoch sind. Aber ich glaube, den Luxus hat man auch nur, wenn man wirklich schon viele Charaktere hat. Kann ich da irgendwie. Ja, gut. Es ist jetzt komisch, die sind beide Legendary, ja, aber geben sich einander nicht Key. Was komisch ist. Aber er hat ja sowieso nur noch einen Charakter, von daher ist es wurscht. Und bei dem Schwierigkeitsgrad sowieso noch. Ich meine, da tut's ein normaler Angriff von meinem schwächsten Charakter. Ist wurscht, egal. So. Haben wir die Vorentscheidung schon mal abgehakt. Ich denke, ich mache da mehrere Parts draus, weil das ist ja jetzt schon 12. Aha. Zwei Missionen completed. Na gut, aber die brauche ich sowieso. Da habe ich nämlich keine mehr von und ich habe vor gar nicht so langer Zeit überhaupt erst gemerkt, oh Gott, ich habe die ganzen SRs noch gar nicht aus den Events da und habe die noch gar nicht auf habe die noch gar nicht Dokkan Awakened bzw. Z Awakened dann. Naja gut. Ich habe mich immer auf die Stones konzentriert, dann zu ziehen und bla. Naja gut, was holen wir uns denn diesmal rein? Gucken wir mal, ob wir noch was Besseres finden. Naja. Ist im Endeffekt so halbwegs Wurst, weil deren Leader-Skill wird ja nicht aktiviert. Denn nicht. Aber naja. Aha. Der wird kein Problem, denke ich mal. Ich denke mal, ich werde eher so meine Züge dazu verwenden, zu ihm zu kommen. Gut, er war auf Konfrontation aus. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Also zumindest für mich nicht. Weil bei dem Schwierigkeitsgrad, ja, da wird er wohl kaum irgendwas machen. Ist ja mit Endeffekt irgendwo wurscht, was ich drücke, weil die werden alle supern und die werden die ersten drei Charaktere problemlos weghauen. Gut ist natürlich, wenn man einen von den früheren Vegitos dabei hat, die dann halt immer bei normalen Angriffen kontern, aber naja, was soll's. Was auch sehr gut ist, ist halt ein Broly, der auch alle Gegner angreift. Dann kann man schon mal die komplette Gegnergruppe one-shotten. Ist auch nicht verkehrt. So. Ja. Gut. Dann machen wir mal so. Wollte ja eine Artikel in der Mitte haben. Hm. Ne, er gibt mehr Key. Okay, dann würde ich mal sagen, hau ich ihn natürlich als erstes weg. Da.
Dann, um auf Nummer sicher zu gehen, obwohl er wird ihn definitiv wegklatschen. So. Patsch, da ist er. Ist im Prinzip egal mit wem. So. Da muss ich jetzt nicht drauf achten, ob das Key stimmt. Critical. Beim Brody habe ich ja auch ein bisschen ins Potential reingesteckt. Leider Gottes nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte, weil halt die Tore nicht auf sind von ihm. Das sind sie nur beim Kid Gohan und beim Vegito Blue. Ich habe ja 5 Legendaries, den Mr. Satan, den Vegito Blue, Broly, Androids und den Kid Gohan. So. Videl hier. Das ist doch ganz nett. Machen wir mal direkt die nächste Runde. Jojo. Semifinale. Ich mache einen kompletten Durchgang in einem Video und dann mache ich noch ein weiteres Video, wo ich dann die nächste Runde aufnehme. Von daher, dann geht das doch. Joa. Oh, er hat auch ein Legendary. Ne, zwei sogar. Das ist schon eher was. Aha, okay. Er kommt in meine Richtung, das ist gut. Ja, ja, klar. Ich will gegen ihn kämpfen, sonst wäre ich ja da nicht lang gegangen. Ich will dich klatschen. Gibt der mehr Ki? Nö. So, machen wir mal so. Gucken, was passiert. Mach mal den Mauszeiger raus. Boah. Klatsch weg. Und klatsch weg. Oder? Nee, ganz knapp nicht. Mann! Ja, jetzt muss ich darauf gucken, dass ich ihn wegkriege. Das ist eigentlich relativ wichtig, würde ich mal fast sagen, dass ich ihn weghaue. Aber naja, mache ich mal auf ihn. Na, ist gut. Ich glaube nicht, dass die Androids den Legendary Gohan wegkloppen ohne Super-Attacke. Nee. Aber er macht zum Glück nur eine normale Attacke. Und das war's dann. Zumindest für den Legendary. Walls of Chaos. Ich mag den SSJ Rose. Oder Rosé. Das hat sich aber irgendwie so eingebürgert. Das Rose, obwohl der gar nicht Rose heißt. So, machen wir mal so. Gut.
Wunderbar. Immer darauf achten, dass die Stärksten wegkommen. Oh, und das war's dann schon. K.O. Wunderbar. So. Jetzt ist nur noch das Finale. Finale. Oh, ey, oh. Morgen wird's leider nichts mit dem Aufnehmen. Ich muss sowieso gestehen, es könnte sich ziehen mit den neuen Videos, weil ich habe auch viel in Planung und in nächster Zeit auch gar nicht mal so sehr viel Zeit. Morgen, also beziehungsweise heute Abend schon essen gehen mit der Familie und morgen werde ich 30 und da werde ich wahrscheinlich auch keine Zeit finden. Und dann, ja, nächste Woche dann irgendwie mit meiner Frau was unternehmen und hast du nicht gesehen und pipapo. Gut, da werde ich gucken, dass ich heute so viel aufnehme, wie geht. Und, ja, machen wir mal mit ihm. Das Finale. Oh, sogar gegen einen mit 3 Legendaries. Auch nicht schlecht. Wo... was spinnt er denn jetzt? Wo ich mich frage, war das nicht so, dass nur Accounts jetzt als Gegner für mich ausgewählt werden, die im selben Tier sind wie ich? Wie kommt es denn, dass jemand mit... Na gut. Sagt er mit 5 Legendaries, ne? Aber ich habe halt nie das World Tournament gemacht. Und die kannst du ja auch noch zu Legendaries machen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich sollte wirklich erstmal... Nee, nee. Ich gehe auf Nummer sicher. Und... Na? Superattacke. Gut, Ultra-Superattacke wäre nämlich doof gewesen. Weil die Ultra-Super-Attacke geht nur gegen einen. Und die Super-Attacke geht gegen alle. So, haben wir den Legendary weggekloppt. Und machen wir jetzt eine Super-Attacke auf alle. Und... Bam! 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 Bei ihm sogar gecrittet. Bam! Alle weg. Sehr nice. Ja, das war dann der letzte Schlag mit dem Broly. genau, deswegen habe ich den im Team. Der hat auch, dadurch, dass ich ein bisschen Potential von ihm awakened habe, schon so ohne den Leader Skill über 20.000 ATK. Das ist schon ziemlich nice. Gut. Wir haben einen Winner. Wir sind jetzt Corrent hier. Das ist doch nett. Gut. Ja, Erfahrung bringt mir leider nichts, ne? Ihr seht auch dann hier schon nochmal mein Team in voller Auflistung, wenn ich es nicht sowieso rechts unten eingeblendet habe. Ja, und Dragonstone haben wir auch noch. Ja, super. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt Dokkan Battle World Tournament. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.